Immer perfekt gestylt für große Auftritte. Die hat Mark Sicara seit 15 Jahren auf internationalen Bühnen. In Bayern studierte er Saxophon. An der Musikhochschule Hans Eisler in seiner Wahlheimat Berlin studiert er ab 1998 Gesang. Carry me through heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. Seitdem spielt er mit renommierten Big Bands und Orchestern, wie hier mit dem Brandenburger Landesjugendjazzorchester. Er hat Auftritte mit berühmten Vokalisten der Szene wie Uschi Brüning oder Manfred Krug. Seit 12 Jahren ist Mark Sicara Leiter des Jazz- und Popchors Young Voices Brandenburg. In Detroit präsentiert der Chor in diesem Jahr sein Album Echoes of Motown. Viele seiner Schüler werden Profimusiker wie Ivy Quaino, diesjährige Voice of Germany. Seit der Jahrtausendwende hat er sein eigenes Orchester, das Berlin Jazz Orchestra. Es spielt Popsongs, Easy Listening und Filmmusik. Mit seinen Musikern tritt Mark Sicara auch am 18. August bei der Potsdamer Schlössernacht auf. Watch yourself. Also bei mir geht immer das Herz auf, wenn ich diese Musik höre. Ich habe schon mit 5, glaube ich, angefangen, das zu hören. Mein Vater hat dann noch die alten Tonbänder aufgenommen mit dieser ganzen alten Musik. Trotzdem, man wurde immer so ein bisschen schräg angeguckt. Mein Bruder hörte ZZ Top und all den richtig harten Rockkram. Und wie ist es bei Ihnen gewesen? Sie haben eine Rockband gehabt, bis Sie 15 waren. Und dann sind Sie zum Jazz gegangen. Wie kam das? Das war tatsächlich, dass ich eingeladen wurde, beim Bundesjugendjazzorchester zu singen. Und das war der Gedanke, dass da die besten jungen Musiker aus ganz Deutschland in einer Big Band sind. Und da wurde ich zum ersten Mal wirklich vor eine Big Band gestellt, um zu singen. Und es war damals mit Peter Herbolzheimer, den werden viele auch noch kennen. Und ich hatte die Hosen gestrichen voll und habe ganz viel gelernt. Aber es war auch ein großartiges Erlebnis, mit so einem Orchester auf der Bühne stehen zu dürfen. Und das, seitdem mache ich das irgendwie. Und wobei ich immer noch Pop und Rock total liebe. Und auch auf den Platten sind viele Songs eher poppig als jazzig. Mhm. Sie geben das, was Sie gelernt haben, auch wahnsinnig gerne weiter. Und zwar sind Sie oder unterrichten Sie die Landesjugend Jazz- und Popchor Brandenburg. Was mögen Sie an der Arbeit mit Schülern? Erstmal hatte ich selber das Glück, dass ich tolle Lehrmeister hatte und weiß, wie wichtig das ist, dass man gefördert wird und von Leuten, die vielleicht ein bisschen mehr schon Bühnenluft geschnuppert haben. Und dann lerne ich mindestens genauso viel von denen wie die von mir. Und es macht einfach unheimlich Spaß. Ich unterrichte auch noch an verschiedenen Musikhochschulen, der HDPK hier in Berlin. Eine ganz tolle Hochschule. Sie müssen auch was anders machen als andere, weil bei dem Jazz- und Popchor Brandenburg, da schaffen ca. 30% der Schüler den Sprung in die Profikarriere. Was machen Sie anders? Das ist viel. Das ist viel, aber das ist natürlich auch genau die Zielgruppe, die wir da wollen in dem Ensemble. Also es sollen Leute da reingehen, die eigentlich Profis werden wollen oder so wirklich super talentiert sind. Mhm. Und das ist ein tolles Erlebnis, wenn die dann wirklich auch den Sprung in die Profikarriere schaffen. Mhm. Hier nochmal ein Hinweis, im RBB Fernsehen gibt es Brandenburg Goes Detroit, die Young Voices Brandenburg. Und das wird ausgestrahlt am 6. September. Auch eine ganz klasse Sache, da waren Sie auch mit dabei. Ja. Phänomenal. Wir waren in Amerika, wir haben Konzerte in New York gegeben, in Detroit. Wir waren in den heiligen Hallen, wo klein Michael Jackson aufgenommen hat und Stevie Wonder sich den Müsli-Riegel aus dem Kühlschrank geholt hat, in den Motown-Studios. Mhm. Und das war ein ganz tolles Ding. Wenn Sie jetzt zu Tony Bennett gehen, nach der Sendung, was würden Sie am liebsten fragen, wenn Sie die Möglichkeit hätten? Oh Gott, ich glaube, ich würde kein Wort rauskriegen. Also, ich würde ihm um ein Foto und ein Autogramm bitten. Wunderbar, das wollte ich hören. Vielen herzlichen Dank, Mark Sicara. Jetzt sind Sie gefragt. Sie dürfen zur Bühne und wir dürfen Ihnen noch mal zuhören. Dankeschön. Vielen Dank an dieser Stelle. Und da gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge Hinweise. Sie können entweder am 18. August im Park Sanssouci dabei sein bei der Schlössernacht. Dann hören Sie ihn zusammen mit P. Werner noch einmal. Dann am 1. September in Schwedt und am 3. September dann wieder hier oder in Berlin im Wintergarten. Und dafür hat uns Mark Sicara 3x2 Karten mitgebracht für den Wintergarten am 3. September. Schreiben Sie uns einfach an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Natürlich mit dem Kennwort Mark Sicara. Und hier ist er mit einem Song aus dem Album Grey Eyes Make Me Blue. Mark Sicara.
like a cat you came along silently. You strolled by me, and I remember how you turned your head just to see if I would follow. Into the night I followed you down the street. You stopped to meet. Like a fool I asked you to my home. And since that moment, gray eyes drive me wild. Gray eyes haunt me too. From that night that we made love, gray eyes made me blue. Came along silently, you strolled by me, and I remember how you turned your head just to see if I would follow. And every night I still wait there in the dark near the park. I still believe one night you will return, but till then. Make me blue. I said gray eyes. I said gray eyes drive me wild. From that night that we made love, gray eyes make me blue. They make me blue. They make me blue. Gray eyes.